Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Hoppala. So. Ja, beim letzten Mal haben wir Höhlen erkundet, Steak gegessen oder nee, gekauft und verkauft, Feuersteine verspeisen lassen und Höhlen gefunden. Neben der Kundung auch gefunden. So. Ach, guck an. Oh nein, meine Vermutung ist richtig. Er ist nur am Mittag da. Seht ihr das? Da war er. Ach nee. Ach nee. Ja. Ich meine, theoretisch können wir auf Mittag stellen. So ist nicht. Meine Vermutung war richtig. Das heißt aber auch, dass wir wahrscheinlich eventuell recht lange warten müssen. Ah, scheiße. Wisst ihr noch, wie viele Löschechsen ich brauche? Wisst ihr, was schlimmer ist? Die Löschechsen sind ja nicht mal das Problem. Für die nächsten Level von der Rüstung. Wir müssen safe noch Löschflügler und so brauchen. Das wird Spaß zu sammeln. So, dann stellen wir auf jeden Fall mal ein wenig das Feuer an. Und machen mal Mittag. Da ist er! Brauchen wir noch Fotos? Ich hoffe nicht. Ja, wir haben den Majori in dieser Höhle auch gefunden, ne? Weißt du, da hinten ist noch ein Ramdas-Schatz. Oh, jetzt bin ich neugierig. Aber hier sind also die beiden Rentner geboren worden. Das ist schon eine geschichtsträchtige Höhle. Was heißt Rentner? Die haben ja bis eben noch gearbeitet. Die sind ja gerade erst in den Ruhestand gegangen. Können wir uns mal in den Stall angucken und da vielleicht mal ein, zwei Questchen abschließen. Sofern es in den Kram passt. Ja, wobei, wenn wir schon mal da sind, sollten wir es eigentlich tatsächlich machen. Geht es eigentlich noch zu einer heißen Höhle? Ja, was soll's. Hä? Aber die Plünderer, die Sau-Säcke. Sind auf jeden Fall offene. Oh Gott. Yay. Yay. Ganz viele Trolltruhen. Oh Gott. Wird ja echt ein Spaß.
Ich gehe mal davon aus, dass hier eine Wand hochgeht, wenn man die richtige Truhe öffnet. Das ist aber Trial and Error. Ich weiß, da sind noch ein paar eingegraben. Die hole ich aber erst raus, damit ich die anderen geholt habe, damit ich nicht durcheinander komme. Zwar, da hat sich Momentum aufgebaut. Ja, auch. Erstmal die aus der Wand. Ja nicht mal sanft dahin oder so. Ich frage mich, ob es Trial and Error ist, also dass du wirklich Glück haben kannst, dass du die früh bekommst. Oder ob das so ein Ding aller. Was soll das denn jetzt? So ein Ding aller. Der letzte ist der richtige. Jetzt komm. Doch, was soll das? Es ging mal Magnetismus. Ah, doch mal. Ging mal Magnetismus eigentlich mal recht gut, wenn man einfach ruckartig macht. Das hatte ich jetzt das Gefühl, dass das ordentlich klappt, hatte ich beim Magneten. Ach, hatte ich beim. Bei der. Das ging nicht doch Götterhand, oder? Ultrahand. Bei der Ultrahand hatte ich es jetzt nicht. Das Gefühl, dass es so ordentlich funktioniert. Deswegen habe ich es bislang auch nicht so oft gemacht. Aber rausgekommen ist am Ende, als ich es so gemacht habe. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Wehe, du hast uns getrollt, Ramda. Und am Ende ist es da gar nichts. Ne, sind noch ein paar. 5, 6, glaube ich. Ah, ne, sind auch noch 3. Oh Gott. Also jetzt glaube ich schon lange nicht mehr an mein Pech und würde schon fest behaupten, dass das tatsächlich erst aufgeht, wenn man alle hat. Oder auch nicht.
Die Flammenhose. Hey, du da! Ey, ich muss noch ein Dingens aufmachen. Nicht zu fassen, du bist fündig geworden. Wir waren neugierig und sind dir gefolgt, aber wir hätten nie damit gerechnet, dass du unter allen Truhen die richtige findest. Habe ich ja nicht, ich habe einfach nur alle ausprobiert. Ja, wenn es um Schätze gilt ein altes Gesetz. Was man findet, darf man auch behalten. Nur keine Sorge, wir werden dir den Schatz schon nicht abnehmen. Unglaublich. Da kann man glatt neidisch werden, ob es hier wohl sonst noch was abzustauben gibt. Wir lieber mal nachsehen aus dem Weg. Was haben wir denn da? Domidax, sieh nur. Ah, nur eine alte Flasche. Das war's da wohl mit den Schätzen hier. Komm, Prissen. Suchen wir uns eine andere Höhle. Jawohl, ja. Wo finden meines Schatzes? Lies meine Worte. Diese Flammenhose ist nur eines meiner verborgenen Kleinode. Weitere erlesene Stücke habe ich an geheimnisvollen Orten allenthalben in Hyrule versteckt. Als Lohn für deinen Spürsinn erhalte nun diesen Hinweis aufs nächste Stück. Grimmige Gottheitklinge mit Namen. Auf Waffen habe ich jetzt ja eigentlich gar keinen Bock. Kehre in die Gestalt der grimmigen Gottheit zurück. Damit dir gelingen kann, musst du drei Orte aufsuchen. Die Schlafkammer auf der roten Zitadelle in Akala sowie des Totenschädels linkes Auge. Und auch den uralten Baumstumpf auf der Ebene von Hyrule, den haben wir schon. Ramda Räuberkönig. Das linke Auge und die rote Zitadelle. Ja, das kriegen wir wohin. So, das linke Auge. Was ist jetzt das linke Auge? Ich meine, theoretisch ist das hier mein linkes Auge. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das hier das linke Auge ist, weil es ja für euch aus links ist. Schwierig, ne? Aber theoretisch ist das sein linkes Auge. Und, nee, das ist Taburasa. Oh Gott, wo ist... Ich glaube, die Festung ist hier, ne? Nee, die ist zu nah an... Oder? Ich würde die erstmal hier markieren. Aber das heißt, wir hatten tatsächlich Pech. Weil es ja nicht die letzte Truhe war. Ja, echt nicht wahr sein, ne? Ja, die verdammt nochmal vorletzte Truhe war's. Na gut. Wenn wir eine Waffe haben wollen, dann müssen wir mit der grimmigen Gottheit nochmal hier hingehen. Das muss auch nochmal merken. Wie merke ich mir das denn? Ich glaube, mit Ruhe in Kombination mit Wert. So, jetzt müssen wir noch Yamayoi finden. In dieser Richtung. Ach so. Ja, gut. Und damit wäre diese Höhle auch soweit ab. Und ja. Wir können jetzt zum Stall. Voilà.
Aber es wird sehr klar, dass unser nächstes Ziel auf jeden Fall Akala sein wird. Gerade auch mit den Quests, die wir gerade bekommen haben und alles. Sieht das schon sehr danach aus. Das hier immer. Ach so. Wie kommen wir da am schnellsten hin? Dumm. Einfach mal so. Ist das kein Holz? Soll denn das denn? Ah, ich verstehe. Aha. Oh. Oh. Nehme ich gern. Darf ich wohl da drauf zu stehen? Ruhig. Das ist zwar eine knifflige Aufgabe, aber. Tada! Wow, das Säubern hat ihm mehr Verteidigung gegeben. Okay. Ja, okay, verstehe ich. Ich. Und statt dass die Dinger jetzt, okay. Statt dass die Octoroks jetzt die Waffen säubern, wie es halt in Breath of the Wild war, geben die denen jetzt einfach nur einen simplen Buff. Okay. Bildung und Athletik. Oh wow, noch ein weiteres Pferd. Vielen Dank. Einmal Marlon, bitte. Ich bin Marlon, Gott der Pferde. Großartiges Pferd, Prärie von Firon, Kagosa-Gebirge. Hey.
Okay, Gott sei Dank, ich musste. Da hab ich's fast versaut. Ritter zocken, ja, okay. Warum nicht? Noch das Rezept. Wow. Ein Löschtrank. Oh nein! Statt des Wassers durch Schlamm verschmutzt. Oh nein. Klingt übel. Vielleicht sollte man sich vom Dorf der Soras lieber erstmal fernhalten. Kann die Zeitung erst weglegen, wenn ich jedes einzelne Wort gelesen habe. Große Fee erscheint. Ja, das kennen wir ja. Okay. Schön, schön. Ach, ich bin vor kurzem in die Sonau-Forschungsgruppe aufgenommen worden. Das war erstmal toll. Aber dann haben sie mir gesagt, ich soll unbekleidet losziehen. Jetzt stehe ich hier halbnackt wie der letzte Depp. Sie meinten, es sei ein Befehl von Prinzessin Zelda, aber ich meine, das stimmt doch was nicht, oder? Ja. Ja, hier! Ja, jedes Mitglied der Forschungsgruppe muss seinen Geist und Körper stärken. Den Befehlen von Prinzessin Zelda ist unbedingt Folge zu leisten. Keine Ausreden. Ach ja, guten Morgen, Reisender. Ja, dann kennst du Prinzessin Zelda also auch? Ja, das war der Appell von Prinzessin Zelda an uns. Ihr werdet in einem gefährlichen Gebiet forschen und ich kann euch keine Soldaten zu eurem Schutz mitgeben. Also startet stärkt euren Körper und Geist und zieht wacker unbekleidet los. Ja, deshalb sind wir nun hier und stärken unseren Körper und Geist. Gekleidet nur in Unterwäsche. Warum machst du nicht mit? Es ist ein gutes Gefühl, so völlig unbeschwert seinen Körper und Geist zu stärken. Ich wette, das gibt ein Event. Oder auch nicht. Unsere Kleidung mag dem Laien seltsam erscheinen, aber denkt ja nicht, dass wir irgendwelche Spinner sind. Wie das Mädchen vom Stall, das ist sofort hinter den Stall gerannt, als sie es uns gesehen hat. Dabei sind wir seriöse Wissenschaftler von der Sonau-Forschungsgruppe und sicherlich keine Spinner. Jetzt mach mal einen Punkt. Ist doch wohl völlig klar, dass die Leute einen Bogen um uns machen, wenn ihr so herumlauft. So einfach ist das ja wohl nicht. Wir haben keine andere Wahl, als Prinzessin Zeldas Befehle zu befolgen. Ich konnte es nur so weit kommen. Ich bin erst am Schluss dazu gekommen. Aber da waren schon alle so angezogen. Warum hat Prinzessin Zelda bloß so einen Befehl erlassen? Ja, das ist die Frage. Also ich weiß die Antwort. Aber ist ja schon kurios, ne? Ach, wow. Was, wie weit man gucken kann, ne? Krass, wie weit man gucken kann. Wo ist denn hier unser Kollege? Ach, da. Oh, hallo Kollege. Sag mal, hast du diese Typen in Unterwäsche gesehen, die sich hier im Stall einquartiert haben? Meine kleinen Vöglein zwitscherten in mir Folgendes. Es handelt sich um Mitglieder der Sonau-Forschungsgruppe, die sich auf Befehl von Prinzessin Zelda so kleiden. Bis vor kurzem hat man hier viele Reisen Richtung Goronia angetroffen. Jetzt gibt es eine neue Straße und hier ist es so einsam geworden, dass es sogar Monster einnisten
konnten. Alles in allem ist es also ziemlich riskant, hier nur in Unterwäsche herumzulaufen. Das sage ich den Forschern immer wieder. Aber sie hören mir einfach nicht zu. Es heißt dann immer gleich, dass Prinzessin Zelda so es ebenso befohlen hätte. Einige von ihnen sind sogar zu einer Forschungsmission aufgebrochen in Unterwäsche. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Die Monarchie in Hyrule ist 100 Jahre lang, also vor 100 Jahren zusammengebrochen. Keiner von diesen Menschen, außer eine ganze Handvoll von ein paar Älteren, ist im Glauben einer Monarchie aufgewachsen. Dann kommt Zelda wieder und es gibt Leute, die ihr blind folgen. Zelda ist toll. Zelda ist wirklich eine weise Frau, die auch als Prinzessin oder als Nachfolgerin des Königreichs von Hyrule auch durchaus würdig ist. Aber dieser blinde Gehorsam, den sie gar nicht kennen, ne? Eine Monarchie kennt man. Also wenn Eltern den Kindern das mal beibringen und so weiter, dann kann ich das verstehen. Aber die sind in einer deren Eltern und vielleicht auch schon deren Großeltern, je nachdem, ja, wie alt die sind halt nicht mal mehr aufgewachsen in einer Monarchie. Die Werte einer zusammengebrochenen Zivilisation immer noch weiterzuhalten, ist ja Quatsch. Und trotzdem glauben die so felsenfest an Zelda, dass sie so abstruse Befehle einfach blind folgen. Was ein Quatsch. Aber so ist das mit Monarchien damals. Und in Fantasy-Welten und so. Sie wollten eine Monsterhöhle in der Bergstraße dort erkunden. Aber sie sind auch immer noch nicht zurück. Es sind noch mehr von denen. Ich bezweifle ja, dass Prinzessin Zelda solche Befehle geben würde. Dieses Gezwitscher. Es muss etwas anderes dahinter stecken. Wir sollten hier einmal einen nachpicken. Auf jeden Fall. Du hast etwas gefunden? Brav. Los, los, bring es mir. Du bist völlig bekleidet. Dann musst du ein Reisender sein. Hör mal. Du wirst es nicht glauben, aber hier am Stall am Berg ist eine Gruppe von Typen aufgetaucht, die nur in Unterwäsche herumlaufen. Darauf habe ich echt keine Lust. Also kümmere ich mich hier um die Hunde und erhole mich etwas von diesem Stress. Hunde? Ganz genau, die kleinen Kerlchen hier. Sind sie nicht süß? Aber nicht nur das, sie haben auch ein paar tolle Fähigkeiten. Zum Beispiel können sie ihren guten Geruchssinn nutzen, um einen zu schätzen zu führen. Diese Fähigkeit stellen Hunde allerdings nur zur Schau, wenn sie ihren Begleiter besonders gern mögen. Einen Hund zu zähmen und immer gut zu füttern, kann sich also auszahlen. Wenn du das tust, weist dir dein Vierbeiner vielleicht den Weg zu einem Schatz. Oh, ist ja schon morgen. Wie doch die Zeit vergeht, wenn man sich mit den Hunden vergnügt. Das habe ich übrigens mal in Breath of the Wild ausprobiert, fand ich nicht erfolgreich. Fand ich nicht wirklich erfolgreich. So, sind das jetzt alle Leute gewesen? Außer Terry natürlich. Die sind keine Kinder, ne? Sonst sind bei den Dinger immer, bei den Stellen immer Kinder so am Rumlaufen, aber hier halt nicht. Scheint wohl zu gefährlich zu sein. Nein, kriegst du nicht. Ja, natürlich will ich noch was kaufen. So. Okay, also. Was haben wir jetzt noch offen? So, wir haben natürlich die Exile-See-Quest noch offen. Wir haben übrigens von hier aus wirklich nach Akala gehen. Der Weg hier splittet sich. Hier ungefähr müsste dann der Weg hier hoch nach Akala gehen. Und dann sollte hier ja irgendwo der Turm sein. Also smarter, als wenn wir das von hier oben machen würden. Okay.
Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge die Höhle der die Höhle der Quest. Kennen wir doch auch, oder? Savotta. Hey du, wo willst du denn hin? Falls du vorhattest, den Pfad zum Todesberg... Mann, meine Nase. Zu nehmen, lass es lieber. Wegen der vielen Monster ist er kaum noch nutzbar. Besonders übel sind die Monster mit den rot-schwarzen Fangarmen, die sich über den Boden schlängeln. Was? Oh. Man sagt, dass schon die kleinste Berührung mit ihnen fatale Folgen hätte. Schrecklich. Wenn du dich, wenn die dich angreifen, dann war's das für dich. Das ist richtig. Noch keinen Konter gefunden. Ja, okay. Da kommen wir auf jeden Fall hin. Und in der nächsten Folge geben wir ein paar Quests ab. Und ja, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bin sehr gespannt drauf und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.